Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Virginia. Wir sind immer noch FBI-Agentin, soweit ich weiß. Ich weiß nicht genau, beziehungsweise ich hoffe mal, dass wir noch träumen. Was zur Hölle passt? Hallo? Sind wir so klein? Sind wir? Alles gut. Wir haben immer noch Füße. Was zur Hölle? Okay, entweder träumen wir oder wir nehmen Drogen. Was passiert? Oh, okay. Nein, was zur... Was? Ich will das gerne da dran machen. Na, nein. Ne, wag es nicht. Ich wollte es an den hinteren machen. Wer ist das denn jetzt? Warum stehen wir hier in der Ecke? Kaputt machen? Nein. Entschuldigung. Es tut mir leid, dass... Sir. Okay, insert exact change. Fotobox? Fotobox. Alles klar. Oh, mal gucken. Okay, was hat das mit den Büffeln auf sich? So. Okay. Scheiße, wie ist sie? Susan? Okay. Trinken wir erstmal einen Kaffee. Kaffee tut gut. Trinken wir keinen Kaffee, okay. Alles klar. Kaffee schmeckt nicht so. Oh nein. Ah. Oh, ach so. Das ist unser Chefchen. Warum habe ich denn jetzt, was ist denn? Hab ich gerade ein... Leute. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was ist das? Ach, das ist die Lampe. Okay. Oh, yo. Ist das Steak? Das Steak. Hör auf damit. Oh, sowas macht mich ja aggressiv. Nein. Und noch eine Erbse. Jawohl. Müssen wir auf unsere Figur achten, ne? Also.
Moment. Nochmal Moment. Was? Es tut mir leid, aber ich kann doch jetzt nicht so wirklich folgen. Was zur... Nee, was? Es schneit. Und wieder ab in den Schrank. Aber war das nicht in dem... Das war doch gar nicht in unserer Bude. Es tut mir leid, ich raff's gerade echt nicht. Gut. Mal einfach mal reingucken, ne? Was können wir schon verlieren? Ha! Außer alles, woran wir glauben. Ich würde es gerne durchgucken, bevor ich es verbrenne. Also ich, ich will es. Ich will wissen, was ich da bekommen habe. Nein, mach das. Ey. Ich war... Guck wenigstens einmal rein. Nein! Nein! Guck. Da rein. Ah, das geht nicht. Das hätte doch alles erklären können.
Jetzt reicht's aber langsam, ne? Also, Tö. Sind wir ein Alien? Da komme ich doch niemals hoch. Muss ich auch nicht. Und wieder gibt's den einsamen Kaffee. Warum muss die Ma Ich habe nichts gemacht. Hältst du bitte an? Also man muss wirklich sagen, diese Musikuntermalung, ne, hat mir jetzt in diesem Spiel doch schon das ein oder andere Mal Gänsehaut beschert. Puh, ja, was sieht super aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Story wirklich folgen konnte. Ich bin mir nicht sicher, zumindest zum Ende hin. Ich werde mich da gleich einmal durchs Internet lesen, ob ich es wirklich richtig interpretiert habe. Ich hoffe aber, ihr hattet Spaß dabei und habt das genauso genossen wie ich. Production Babies? Rose. War das das Baby, was wir eben auf dem Arm hatten? Ich weiß es nicht. Ja, ey, Leute, das Spiel kostet nicht mehr viel. Holt es euch, es ist doch ein recht, zwar kurzer, aber nicht langweiliger, ein doch sehr kurzweiliger Zeitvertreib. Es macht Spaß, es hat Gefühl, es hat gute Musik, es. 5 von 5 Sternen, finde ich. Ist vielleicht ein bisschen kurz, aber es ist, wie gesagt, doch ein recht kleiner Indie-Titel. Ah, diese Musik, ne? Wirklich durchs ganze Spiel durch perfekt abgestimmt. Sehr schön. Also 5 auf 5. Oh, Entschuldigung. Ah, müde. Ein bisschen viel am Arbeiten in letzter Zeit. 505 Games haben schon mehrere echt geile Spiele rausgehauen.
Ich bin gespannt, ob nach dem Abspann, nach den Credits noch ein bisschen was kommt oder ob das hier jetzt einfach vorbei ist. Wie lange geht das denn? Skippen kann man nicht. Ich bin gespannt. Doch. Ah, das war gut. Das war schön. Ah, sehr schön. Justin Reynolds. Noch ein Justin. Oh Gott. Bärenbaum. Oder Barenbaum. Keine Ahnung. Iron Hove. Pipeworks Studio. Naja, ich sage schon einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Unterstützung, für den Support. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein paar Likes da, Kommentare mit positivem, von mir aus auch negativem Feedback. Feedback ist Feedback. Was? Ey, jetzt hab ich aber. Oh, Alter. Puh, erschrocken. Alexa, Alter. Unglaublich. Gut. Enzym Testing Labs. Was? Doch einige mitgemacht, ne? Lasse Jong Vogelsang Pedersen, was zur Hölle? Genie and the Kids. Published under license by 505 Games. Okay. Okay. Tja, genau. Die Arbeit an Virginia war seltsam und verwirrend und wir hoffen, dass wir ein genauso seltsames und verwirrendes Spiel geschaffen haben. Ja, doch, doch, doch. Virginia wurde über 2,5 Jahre entwickelt. Jonathan Burrows und Terry Kenny spielten im Januar 2014 erstmals mit den Ideen, aus denen sich im März dann das erste Grundgerüst für Virginia entwickelte. Jonathan war für die Spielszenarien zuständig, Terry übernahm die künstlerische Leitung und die Leitung der Animation. Der Komponist Lyndon Holland trat im Team im April 2014 bei und erschuf die Musik zum Spiel sowie die Soundeffekte. Jonathan, Terry und Lyndon verfassten gemeinsam die Story. Wayne Peters trug zu den frühen 3D-Grafiken bei und im Mai 2015 schloss sich der Programmierer Kieran Keegan dem Team an. Matt war für die Ausleuchtung und die visuellen Effekte des Spiels verantwortlich. Welcher Matt? Okay, egal. Verantwortlich. Kieran hat fast alle Systeme des Spiels entwickelt und implementiert. Die unzähligen Animationen stammen von Abby und Roebuck? Keine Ahnung. Von Pink Kong Studios, Michael Pearson, Steve J. Brown, Edward Allure und Scott Hughes. Stephen Brown gestaltete einen Großteil der Schauplätze, Kulissen und Figuren. Carlos Aguilar war der unermüdliche Produzent des Spiels. Die Musik wurde vom
Prager Philharmonischen Orchester im Smeky Music Studio unter der Leitung von James Fitzpatrick eingespielt. Ohne ein großes Maß an Glück, günstige Umstände und die persönliche und auch finanzielle Unterstützung unserer Freunde und Verwandten wäre die Verwirklichung dieses Spiels niemals möglich gewesen. Da ist eine. Okay. Okay. Haben wir jetzt auch wirklich alles mitgenommen? Ja, ne? Abreise. Schlafzimmer, Abreise. Gut. Wir haben alles. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es war ja dann doch zum Ende hin etwas verwirrend, wie ich finde. Ja, schaut doch einfach auch beim nächsten Let's Play wieder mit rein. Unterstützt mich, wenn ihr wollt. Ist ja kein Zwang. Und macht's gut. Ciao.